Lange bevor der Homo sapiens die Erde zu bevölkern begann, bewohnte eine andere menschliche Art den gesamten eurasischen Kontinent. Der Neandertaler. Fossilienfunde während der letzten zwei Jahrhunderte am Atlantik und in Sibirien brachten uns diese bis heute rätselhafte Menschenart näher. Sie hatten Kultur, ein soziales System und waren intelligent. Aufgrund neuerer archäologischer Funde in England und Frankreich konnten Forscher erst kürzlich weitere Aspekte dieser ersten Bewohner Eurasiens aufzeigen. Sie lebten in einer Umgebung, die sie beherrschten und perfekt kannten. 300.000 Jahre lang waren die Neandertaler ausgesprochen erfolgreich, bis sie schließlich ausstarben. Wie schafften sie es, so gefürchtete Jäger zu werden und heftige Klimaveränderungen zu verkraften? Und was haben wir mit dieser anderen Menschenart gemeinsam? Als man im 19. Jahrhundert die ersten Neandertaler-Funde machte, stellte man diese Menschen einer neuen Art, von denen man nur wenige Fossilien besaß, meist affenähnlich dar. Es dauerte Jahrzehnte, bis sich ein Bild vom Neandertaler abzuzeichnen begann, das der Wirklichkeit entsprach. Es waren aber nicht nur die Funde menschlicher Überreste, die mit der Zeit ein klareres Bild ergaben. Auch ihr Lebensstil, ihre Fähigkeiten und die Klimabedingungen ihrer Umgebung wurden besser verstanden. In den 300.000 Jahren, in denen der Neandertaler den eurasischen Kontinent bewohnt, sind die klimatischen Bedingungen extrem hart. Fast überall herrscht eiszeitliche Kälte. Die Temperaturen bewegen sich oft im Bereich von minus 20 Grad Celsius und der Meeresspiegel liegt viel niedriger als heute. Und an all diese besonders schwierigen Lebensumstände sind die Neandertaler sehr gut angepasst. Der Paläoanthropologe Chris Stringer vom Londoner Naturkundemuseum ist spezialisiert auf die physische und anatomische Entwicklung der ersten Menschen. Das Gesicht des Neandertalers unterscheidet sich in seiner Form stark von dem des Jetztmenschen. Es wurde viel darüber diskutiert, wie und warum sich sein Gesicht so entwickelt hat. Heute geht man davon aus, dass diese Gesichtsform mit der Kälteanpassung zu tun hat. Wir wissen, dass der Neandertaler unter Bedingungen lebte, die um einiges kälter und trockener waren als im heutigen Europa. Es ist wahrscheinlich, dass sich vor allem die Nasenregion deshalb besonders ausprägte. Denn die Nase ist sehr breit und vorspringend. Ihr Inneres ist auffallend voluminös. Es scheint, als hätte die Nase die Funktion einer Heizung übernommen. Sie erwärmte und befeuchtete die eingeatmete Luft. Das gilt auch für alle anderen frühen Menschenarten. Sie haben alle größere Nasenapparate als der Jetztmensch. Doch bei den Neandertalern waren sie besonders ausgeprägt. Sie saugten durch ihre Nasen gewaltige Luftmengen ein und besaßen außerdem große Lungen und breite Brustkörbe. Ihr Blut musste sehr viel Sauerstoff aufnehmen, da sie, um sich warm zu halten, mehr Energie verbrannten. Die von Professor Stringer beschriebene biologische Ausstattung ist ein wichtiger Überlebensvorteil der Neandertaler in einem unwirtlichen Ökosystem.
Doch der Neandertaler hat für seine Anpassung noch einen Trumpf im Ärmel. Er versteht sich meisterhaft auf das Behauen von Feuersteinen. Auf die Neandertaler geht eine bahnbrechende technische Neuerung der Menschheit zurück. Sie entwickelten eine präzise Methode zum Abschlagen von Feuersteinen, die sogenannte Levallois-Technik. Der Archäologe Vincent Lascour experimentiert mit dieser Technik, die die Gewinnung bestimmter Splittertypen ermöglicht. Ich bereite den Schildkern vor, um die gewünschte Spitze abzuschlagen. Hier sieht man es. Aus der kann ich mein Werkzeug herstellen. Für Emilie Gowal, Expertin für Steinbearbeitung und Besiedlung in der Frühgeschichte, sagt die Technik viel aus über die Fähigkeiten der Neandertaler. Man kann die Levallois-Technik definitiv mit kognitiven Fähigkeiten des vorausschauenden Handelns in Verbindung bringen. Der Neandertaler wusste genau, was er erreichen wollte. Die Levallois-Methode gilt daher auch als eine planvoll ausgeführte Technik. Vincent Lascour versucht, eine Levallois-Spitze abzuschlagen. Entlang dieser beiden Leitgrate hier versuche ich, die Spitze abzuschlagen. Gar nicht leicht, die Abschlagetechnik der Neandertaler nachzuahmen. Die Spitze muss noch nachgeschärft werden. Der Neandertaler wurde oft als ungelenker, grober Klotz mit kleinem Gehirn beschrieben. Zahlreiche Studien zur Werkzeugentwicklung zeigen, dass er über hochentwickelte kognitive Fähigkeiten und Verhaltensweisen verfügte, um sich dem Umfeld anzupassen, in dem er sich bewegte. Hier haben wir die berühmte Spitze mit ihren typischen Merkmalen. Zwei Leitgrate, die spitz zulaufen und ihr die Form geben, mit kleinen Abschlägen, um die Schneide zu optimieren. Hier haben wir das Bulbus-Negativ und den Bulbus, mit deren Hilfe man die Spitzen an einem Speer oder Lanzenschaft befestigen konnte. Die Levallois-Technik zur Herstellung von Feuersteinwerkzeugen mit nur wenigen Handgriffen stattet die Neandertaler-Jäger mit gefährlichen Waffen aus. Mithilfe dieser Werkzeuge können sich die Neandertaler trotz der polaren Kälte auf dem ganzen Kontinent ausbreiten. Sie passen sich sogar an kurze Zwischeneiszeiten mit beträchtlichen allgemeinen Temperaturanstiegen an. Das zeigt uns die Fundstätte Vasier, unweit der Stadt Douai in Nordfrankreich, wo Archäologen bei einer Präventivgrabung vor dem Bau eines Einkaufszentrums eine ungewöhnliche Entdeckung machten. Einige Meter unter der Oberfläche legten sie das alte Bett des Flusses Scarpe frei, der heute etwas weiter entfernt fließt. Der Torf, der sich am Grund des Flusses und an den Ufern abgelagert hat, konnte über 100.000 Jahre lang organisches Material geradezu perfekt erhalten. Dieser Torf enthält praktisch keinen Sauerstoff. Sehr ungünstig für Bakterien, die sonst organisches Material zersetzen. Gleichzeitig hält er aber ein bestimmtes Feuchtigkeitsniveau, sodass Pflanzen und Tierreste nicht austrocknen können. Der Archäologe David Hérisson, der in Nordfrankreich bereits an mehreren Stätten der Neandertalerzeit Grabungen durchgeführt hat, weiß um die Seltenheit dieses Fundes. Wir haben hier in Vasier das große Glück, über diese Torfsequenz zu verfügen. Darin ist das gesamte Ökosystem konserviert, das es hier vor 130.000 bis 110.000 Jahren gab. Es sind sowohl Reste von Tierarten mit Knochen und vor allem Zähnen erhalten, aber auch pflanzliche Reste wie Blätter, Nadeln und auch Zweige. Sogar Stücke von Baumstümpfen sind im Torf konserviert.
Wir finden hier große Mengen pflanzlicher Reste. Man sieht hier auch kleine Stücke von Pinienzapfen und sogar Nadeln, die immer noch biegsam sind. Anhand der von den Archäologen gewonnenen Daten war es möglich, die Klimaveränderungen über einen Zeitraum von 30.000 Jahren genau nachzuvollziehen. Es beginnt vor 140.000 Jahren. Da haben wir es mit einer Steppenlandschaft arktischen Typs zu tun. Dann sieht man in der gesamten Sequenz die Phase einer ersten Erwärmungszeit vor 140.000 bis 130.000 Jahren. Pflanzenarten wie Nadelbäume oder Weiden besiedeln das Milieu. Und dieses Milieu, das in der Kaltzeit noch kahl war, wächst nach und nach zu. Es entsteht ein Wald aus Eichen, Erlen und Eschen, die sehr gut an diese gemäßigte Temperaturperiode angepasst sind. Dann geht die Geschichte weiter. Das Ungewöhnliche ist, dass eine beginnende Erwärmung zur Verschlechterung der klimatischen Bedingungen beiträgt. Denn nun beginnt eine umgekehrte Entwicklung, die vom gemischten Eichenwald zum offeneren borealen Wald mit Nadelbäumen und Weiden führt, der diesmal die Umgebung besiedelt. Nach 110.000 Jahren findet also eine starke Klimaschädigung statt, die den Übergang zur letzten Eiszeit kennzeichnet. Es gibt nur wenige archäologische Stätten, an denen eine Besiedlung durch Neandertaler über mehrere 10.000 Jahre festgestellt werden konnte. Eine davon ist die Kanalinsel Jersey, nicht weit von der Küste der Normandie. Dort haben ein Jahrhundert archäologischer Grabungen viele Spuren neandertalischen Lebens hervorgebracht. Die Prähistorikerin und Archäologin Becky Scott am British Museum erforscht schon seit langem die Neandertalerstätte La Côte de Saint-Brulade. Die Sedimente, die sich in dieser Felsspalte gesammelt haben, bildeten sich vor mindestens 240.000 Jahren. Sie bauten sich nach neueren Datierungen über 40.000 Jahre auf. Es gab aber auch noch spätere Ablagerungen. Das heißt, wir verfügen hier über einen Datenspeicher über diesen gesamten Zeitraum, an dem man auch die großen Klima- und Umweltveränderungen ablesen kann. Es gab Zeiten, in denen es fast so warm war wie heute und das Meer in unmittelbarer Nähe war. Dann gab es andere Zeiten, in denen es sehr kalt war und es auf eine Eiszeit zuging. Das Meer viel weiter nördlich dieses Ortes lag und die Landschaft hier ganz anders aussah. Bevor Jersey eine Insel im Mittelmeer wurde, ragte die über 150 Meter hohe Felsformation über einer weiten Ebene auf. Sie war ein weithin sichtbarer Fixpunkt in einer prähistorischen Landschaft. Und sehr nützlich für die Orientierung der Jäger und Sammler. Den Neandertalern gab diese Aussicht Kontrolle über das Gelände. Vielleicht saß jemand dort oben und gab den anderen Anweisungen, hielt Ausschau nach anderen Gruppen, die die Region passierten, oder nach Tierherden, die hier durchzogen. Von dort oben konnten sie die Landschaft kontrollieren und sich dadurch ganz anders darin bewegen, als wenn sie sie nur vom Boden aus gekannt hätten. Um sich die Landschaft, die die Neandertaler mit eigenen Augen sehen konnten, besser vorstellen zu können, wurde der Meeresgrund vermessen. Vor einigen Jahren haben meine Kollegen Richard und Martin Bates eine bathymetrische Vermessung der Buchten um La Côte bis zu 5 Kilometer vor der Küste vorgenommen. Sie rekonstruierten eine Landschaft, die heute unsichtbar ist. Nur kleine Teile davon ragen heute noch hervor. Zackenriffe, Klippen und erodierte Felsnadeln. Die Untersuchung der Bates-Brüder zeigte, dass der Meeresgrund nicht sehr tief war. Es rund um die Insel aber auch Canyons gab, die sich perfekt für das Zusammentreiben von Wisenten, Auerochsen oder Mammuts eigneten.
Diese Felsformation war für die Jagdgruppen der Neandertaler also von entscheidender Bedeutung. Orte wie La Côte oder Petit Portelet waren für sie extrem wichtig. Von solchen erhöhten Punkten aus konnten sie ihre Welt und ihr Leben logistisch organisieren. Geografisch waren es zentrale Punkte auf ihrer Karte. Den Ort genau zu kennen, ist für Prähistoriker Stephen Mython von entscheidender Bedeutung. Seit Jahrzehnten untersucht er das Verhalten der Neandertaler. Die Neandertaler galten in vieler Hinsicht als wilde Geschöpfe, und zwar im positiven Sinne. Natürlich konnten sie auch sensibel, gefühlvoll und fürsorglich sein, aber sie lebten vor allem in Einklang mit der Wildnis der eiszeitlichen Tundra und der bewaldeten Küsten. Sie hatten ein einzigartiges Gespür für die Natur und waren viel mehr ein Teil der Natur, als wir das heutzutage sind. Noch ein weiterer Landschaftstyp ist überlebenswichtig für die Neandertaler: Flüsse. Sie dienen vor allem als Fährten und Wege, um sich durch die dichten Wälder der Zwischeneiszeit fortzubewegen. Und um Beutetiere zu finden, von denen ihr Überleben abhängt. Die Grabungen von Caour in Nordfrankreich förderten ein kleines Tal zutage, in dem vor 123.000 Jahren Großwildjagden stattfanden. Die 10 Jahre dauernden Feldforschungen des Archäologieinstituts in Rapp haben den Archäozoologen Patrick Auguste überzeugt. Die Tiere wurden vermutlich am Ufer des Flusses getötet, der etwa 10 Meter von hier verlief. Etwas anders als heute. Das gejagte Tier befand sich dort auf schwierigem Terrain, weil der Boden weich und nachgiebig war. Dort konnte der Mensch es leichter töten, während das Tier in der Ebene und auf festem Boden viel zu gefährlich gewesen wäre. Im Leben der Neandertaler dreht sich alles um die Jagd. Hier haben sie sich die Kenntnis angeeignet, die sie zu den gefährlichsten Räubern der Wildnis macht. Man bezeichnet den Neandertaler auch als den größten Jäger überhaupt. Wir verbinden ihn mit Fundstätten, an denen Überreste mittelgroßer Tiere lagen, Hirsche, Dammwild oder Rentiere aus der Eiszeit. Er ist aber auch in der Lage, Tiere wie den Auerochsen mit 2 Metern Risthöhe und fast 1 Tonne Gewicht bei einem erwachsenen Bullen zu erlegen. Oder das 3 Tonnen schwere und mehrere Meter lange Wollnashorn, das zwar sehr gefährlich und aggressiv ist, ernährungstechnisch aber auch sehr wertvoll wegen der großen Menge Fleisch, Knochenmark und Gehirn. Nach Ansicht von Grabungsleiter Jean-Luc Loscht erbrachte die Freilegung wichtige Erkenntnisse über die Anpassungsfähigkeit des Neandertalers. Vor der Entdeckung des Fundorts Caour 2002 dachte man, der Neandertaler sei nicht an solche zwischeneiszeitlichen Milieus angepasst gewesen. Man dachte, dass er nur die kälteren Steppenzonen besiedelte und in den Zwischeneiszeiten unsere Breiten verließ. Die Forschungen in Caour zeigen auch, dass die Neandertaler ihre Aktivitäten auf mehrere Orte verteilten. So befand sich der Ort der aktuellen Grabung in der Nähe eines Flusses und wurde genutzt, um Wild zu zerlegen. Die Fundstätte Caour war ein Schlachtplatz, also eine Zwischenstation. Man tötete die Tiere an einem anderen Ort und brachte sie hierher, wo es leichter war, alle Nahrungs- und sonstigen Bestandteile zu verwerten. Wahrscheinlich brachte man später die gewonnenen Vorräte in ein Basislager, das etwas weiter entfernt lag. Die Steinbearbeitung zeigt auch, dass die Waffenherstellung sehr schnell und ohne große Nachbearbeitung erfolgte. Es ging darum, die Operation in einem kurzen Zeitraum abzuschließen. Natürlich am menschlichen Zeitmaßstab gemessen, nicht an einem geologischen oder prähistorischen Maßstab. Heute können die Wissenschaftler genau feststellen, wie diese Stätten genutzt und wie lange sie besiedelt wurden.
Die älteste Schicht liegt bei rund 124.000 Jahren. Damals wurde dieser Ort zweimal jährlich in der passenden Saison aufgesucht. Der Ort der jüngsten Schicht wurde vor ca. 121.000 Jahren 10 Monate am Stück genutzt. Heute ist klar, dass der Neandertaler, über dessen Lebensraum Archäologen noch sehr wenig wissen, sein natürliches Umfeld geschickt zu nutzen verstand. Sie waren Nomaden, lebten aber auf einem recht begrenzten Raum, wo jeder Ort eine bestimmte Funktion erfüllte. An manchen Orten wurden Rohstoffe gewonnen, manche dienten zur Schlachtung. Aber es gab auch Gebiete zum Wohnen, die an Hängen lagen und vor heftigen Winden geschützt waren. All das setzte sehr gute Kenntnisse eines eng umrissenen Gebiets voraus. Die in Kaur gewonnenen Daten weisen auf eines der wichtigsten Merkmale der Neandertalerkultur hin, das Nomadentum. Das bestätigt sich auch in Jersey anhand der Erforschung einer anderen Jagdform. Die ersten Entdecker von La Côte de Saint-Brolade Anfang des letzten Jahrhunderts waren fasziniert von den vielen Mammutfunden, die sie hier machten. Leider sind die meisten heute auf Privatsammlungen verstreut, sodass nur noch dieser Zahn als Beweis dient, dass hier einst Mammuts gejagt wurden. Wir wissen nicht genau, wie die Neandertaler an die Mammuts herankamen, die sie nach La Côte brachten. Wir nehmen aber an, dass sie einige dahin jagten oder dort Aas verwerteten. Fest steht, dass sie sie nicht aus großer Entfernung hierher trieben. Die Jäger nutzten zwar die zerklüftete Landschaft von Jersey, um die Tiere in die Falle zu locken, verwendeten dann aber natürlich auch Waffen mit Feuersteinspitzen, um sie zu töten, und Feuersteinwerkzeug, um sie zu zerlegen. Dennoch wurde kein Feuersteinvorkommen auf dem heutigen Gebiet der Insel gefunden. Woher stammten also die kostbaren Feuersteinwerkzeuge? Wir wissen, dass Feuerstein aus 20 bis 30 Kilometern Entfernung hierher gebracht wurde. Zum Beispiel von den Inseln Guernsey oder Alderney, wo es große Feuersteinvorkommen gibt. Für solche Reisen musste man mehrere Tage einplanen. Sie hatten also ihr Werkzeugset dabei und bearbeiteten es unterwegs, ohne etwas durch lokale Rohstoffe ersetzen zu können. Daran erkennt man, dass sie planvoll Orte ansteuerten, die ihnen bekannt waren. Es gibt uns einen Einblick in das Raumkonzept der Neandertaler und die Art, wie sie ihre Welt geografisch ordneten. Die Ausgrabungsstätten von Kaur und La Côte auf Jersey zeigen uns, dass sich die Neandertaler in Gebieten bewegten, innerhalb derer sie ihre Aktivitäten gezielt planten. Dieses komplexe Denken passt ganz und gar nicht zum Bild einer beschränkten, grobschlächtigen Menschenart. Es steht für mich außer Frage, dass die Neandertaler ihre Aktivitäten planten. Wir wissen, dass sie Großwild wie Mammuts, Wisente und Pferde jagten. So etwas erfordert eine gewisse Planung. Bei so einer Jagd muss man als Gruppe zusammenarbeiten. Man muss vorausberechnen, wo sich die Herde aufhält und eine genaue Jagdstrategie entwickeln. Und es musste geplant werden, wie sie das Fleisch zerlegten und untereinander aufteilten. Das alles musste auf jeden Fall geplant werden. Das zeigen uns die archäologischen Funde. Diese Fähigkeit zur vorausschauenden Planung zielt natürlich darauf ab, Tätigkeiten wie die Jagd zu optimieren, ist aber auch deshalb unerlässlich, weil die Neandertaler nur so wenige sind. Man muss sich vorstellen, dass ihre Gruppen recht klein waren, vielleicht 20 bis 30 Personen, eine größere Sippe oder 2 bis 3 Familien. Diese Gruppen waren also zahlenmäßig klein und bewegten sich auf relativ großen Flächen. Es waren nur einige 10.000 Menschen auf einer Fläche der Größe Europas. Hätten sie nicht instinktiv ihren Radius erweitert, hätten sie mit Sicherheit nur eine viel kleinere Fläche besiedelt. Es ist ungewöhnlich, dass eine zahlenmäßig so kleine und über große Flächen verstreut lebende Population festen und teilweise engen Kontakt zu Orten hielt, die weitaus weniger spektakulär waren als die Felsen von Jersey.
In Südfrankreich leitet Ludovic Slimak die Grabungen in der Grotte Mandrin, einer Halbhöhle am Ufer der Rhône, die als Unterschlupf diente. Hier haben die Neandertaler Spuren ihrer vielen Aufenthalte aus 80.000 Jahren hinterlassen. Was zeigt, dass dieser Ort eine wichtige Station auf ihren vielen Wanderungen war. Die Grotte Mandrin ist genau nach Norden zum Mistral hin ausgerichtet, der in der Höhle über Jahrtausende Sedimente abgelagert hat. Menschen kamen erstmals vor 120.000 Jahren hierher. Ihre Spuren wurden in der Höhle über 80.000 Jahre konserviert. Wir verfügen hier über einen unglaublichen archäologischen Speicher, an dem man die ersten Besiedlungen von vor 120.000 Jahren bis zum Aussterben der Neandertaler vor 42.000 Jahren ablesen kann. Das ist weltweit einzigartig. In dieser geheimnisvollen Sedimentschichtung stößt Ludovic auf zahlreiche Spuren der Neandertalerbesiedlung. Ihre Aufenthalte sind oft kurz, manchmal nur wenige Tage, erstrecken sich dafür aber über alle erforschten Zeiträume. Manchmal vergehen aber auch mehrere Jahrzehnte, ohne dass ein Aufenthalt verzeichnet wäre. Die Grotte Mandrin wurde über 80.000 Jahre mehrfach von vermutlich nomadischen Gruppen bevölkert. Was macht ein Neandertaler zum Nomaden? Das ist die Frage. Folgt er den Herden? Folgt er Pferden, Wiesenden oder Rentieren? Irrt er umher? Nomadentum ist kein Umherirren. Das kann man direkt ausschließen. Wenn wir von Nomadentum sprechen, müssen wir uns Populationen vorstellen, die ein Gebiet, das relativ groß sein konnte, perfekt beherrschen. Auf der Erde leben noch einige wenige Nomadenvölker, die uns helfen können, das Nomadentum der Neandertaler nachzuvollziehen. Die Nenzen sind Rentierzüchter, die durch die weiten sibirischen Ebenen am Polarkreis ziehen. Anthropologen fanden heraus, dass diese Nomadensippen bis Anfang des 20. Jahrhunderts auf einem Gebiet verstreut lebten, das so groß war wie Frankreich. Und regelmäßig große Distanzen zurücklegten, um sich zu treffen und auszutauschen. Man muss sich vorstellen, dass die Neandertaler-Gruppen regelmäßige Treffpunkte hatten. Einmal pro Jahr fanden sie sich zum Beispiel an einem bestimmten Ort ein, um Neuigkeiten auszutauschen. Und wir glauben, dafür haben wir Belege in einer Höhle in Spanien bei El Cidrón gefunden, dass bei diesen Treffen auch Frauen die Gruppen wechselten. Wie bei allen Nomadengruppen mit nur wenigen Dutzend Individuen, sowie auch bei den Nenzen in der Tundra, bestand bei den Neandertalern die Gefahr der Inzucht. Um hier Abhilfe zu schaffen, mussten sie Individuen aus anderen Stämmen in ihre Gruppe aufnehmen, um die genetische Vielfalt zu sichern. Daher waren sie gezwungen, andere Neandertaler-Sippen zu treffen. Das Zusammenleben in kleinen Gruppen und die Fortpflanzung untereinander führt schnell zu Problemen. Deshalb braucht es einen regelmäßigen Im- und Export von Genen und dementsprechend wurde getauscht. In den heutigen und früheren Gesellschaften vor allem Frauen. Ich tausche also meine Schwester gegen die Schwester der anderen Gruppe. Das sichert den genetischen Fortbestand der Gruppe. Ein typisches Beispiel dafür war La Côte Saint-Brulat. Es war ein Ort der Zusammenkunft, ein Treffpunkt für verschiedene Gruppen, die hier über mehrere 10.000 Jahre hinweg aus diesem speziellen Grund zusammenkamen. Im Mittelpunkt des Nomadentums stand also der Fortbestand der Gruppe. Man musste sich aber auch regelmäßig zusammenschließen, um bei großen Herdenwanderungen von Wildtieren gemeinsam jagen zu können. Man hat festgestellt, dass Gegenstände aus weit entfernten oder in ganz anderer Richtung liegenden Gegenden hertransportiert wurden. Man fand Feuersteine, die von 300 Kilometer weiter östlich stammen, andere von 300 Kilometer weiter westlich und manche auch von 150 Kilometern weiter nördlich.
Man kann sich nicht vorstellen, dass ein so großes Gebiet das Territorium der Neandertaler gewesen sein soll, das sie auf ihrer Jahresrunde durchstreiften. Das sind tausende Kilometer, das passt nicht zu einem Jahreszyklus. Bei solchen Funden wird einem klar, dass man es mit einer, zwei, drei oder vier Neandertalergruppen zu tun hat, die alle ihr eigenes Territorium hatten und ein-, zweimal im Jahr an diesem Ort zusammenströmten und hier gemeinsamen Tätigkeiten nachgingen. Solche Tätigkeiten, zu denen sich mehrere Nomadengruppen zusammenfanden, konnten nur dann funktionieren, wenn man gemeinsame Bezugspunkte hatte. Hier stellt sich die Frage nach der Kommunikation und einer Sprache, die den Informationsaustausch ermöglichte. Ich glaube, für die vorausschauende Planung von sozialen Aktivitäten wie der Jagd oder dem Anlegen von Vorräten brauchte es ein hochentwickeltes Kommunikationssystem. Das erfordert nicht unbedingt eine ausgefeilte Sprache wie bei uns, mit Wörtern und einer Grammatik, aber schon eine hochentwickelte Form der Kommunikation. Die hypothetische Annahme einer Sprache beim Neandertaler fasziniert die Prähistoriker. Die Frage, die sich stellt, ist, ob man nicht anhand von Neandertaler-Fossilien die anatomische Fähigkeit zum Sprechen nachweisen könnte. Wir können den Stimmapparat des Neandertalers grundsätzlich rekonstruieren. Und er scheint unserem relativ ähnlich zu sein. Allerdings saß der Kehlkopf etwas höher im Hals, was darauf schließen lässt, dass die Stimme etwas höher war. Es passt nicht ganz zu unserer Vorstellung von den grobschlächtigen Neandertalern, dass sie hohe Stimmen hatten, aber es scheint so. Wir wissen auch, dass die Ohrknöchelchen in puncto Schallleitung genauso funktioniert haben müssen wie unsere. Sie verfügten über die gleiche Hörfrequenz. Ihr Gehör konnte also Sprache vermutlich genauso gut wahrnehmen wie unseres. All das lässt darauf schließen, dass die Neandertaler eine einfache Sprache besaßen. Sie besaßen die Fähigkeit zu sprechen und sich zu unterhalten. Anatomisch verfügten die Neandertaler also genau wie wir über die notwendigen Fähigkeiten, um Sprache und Töne zu formen. Aber konnten sie auch wirklich sprechen? Es wurde kommuniziert, also gab es eine Sprache. Man verfügte über eine komplexe, hochentwickelte Form der Sprache, die es ihnen sicherlich ermöglichte, präzise Informationen von einer Gruppe an die andere weiterzugeben, die von entscheidender Bedeutung für das Überleben der Neandertalergruppen waren. Die Frage ist aber, verwendeten sie Wörter, so wie wir das tun? Und waren diese Wörter durch komplexe grammatische Regeln oder eine Syntax verbunden, die komplexe Gedanken, Erzählungen, Informationen übermitteln konnten? Ich persönlich glaube das nicht. Dennoch tauschten sich die Neandertaler untereinander aus. Aber in welcher Form geschah das, wenn ihre Sprache doch eher rudimentär war? Ich glaube, Musikalität spielt hier eine große Rolle. Musikalität ist wichtig, um Emotionen auszudrücken. Sie ist auch für soziale Bindungen von großer Bedeutung. Stellen Sie sich die Jagd auf ein Wisent vor. Das ist Teamwork. Ich muss darauf vertrauen können, dass der andere seinen Speer im richtigen Moment wirft. Denn wenn er das nicht tut, werde ich totgetrampelt. Wie baut man so ein Vertrauen auf, wenn man keine Wörter hat? Ich glaube, sie sangen und tanzten gemeinsam. Wir erleben das auch in der Jetztwelt. Gemeinsames Singen und Tanzen baut Vertrauen auf. Es schafft eine Bindung, ein Gruppengefühl, das für das Überleben der Neandertaler essentiell gewesen sein muss. Ein weiteres Element, um das Sprachvermögen der Neandertaler einzuordnen, ist die Untersuchung ihrer Gehirne anhand des aktuellen Wissensstands über die Gehirne unserer eigenen Art. Die Schädelkapsel von Neandertalern unterscheidet sich sehr von der Anatomie heutiger Menschen. Zum Beispiel ist die Stirn fliehend und die Brauenbögen sind sehr ausgeprägt. Der Schädel ist langgestreckt und flach. Das hier war ein kräftiger Mann, er starb im Alter von 42 Jahren. Die Form des Gehirns ist ganz typisch und einzigartig unter den Fossilien.
Die morphologische Struktur des Neandertaler-Gehirns unterscheidet sich stark von der Anatomie heutiger Menschen. Aber über die innere Struktur weiß man noch nicht viel. Das Gehirn des Neandertalers ist anders aufgebaut als unseres. Es gibt zwei wesentliche Unterschiede. Der erste ist, dass sein Gehirn im Durchschnitt größer ist als unseres. Der zweite ist, dass es anders angeordnet ist als unseres. Die Stirnlappen sind bei uns sehr ausgeprägt und bei den Neandertalern etwas weniger entwickelt. Den Stirnlappen wird das affektive Denken zugeordnet, aber auch die Kognition, zu der Lernfähigkeit und Sprache gehören. Das tatsächliche biologische Profil dieses Gehirns, das vor etwa 40.000 Jahren ausstarb, könnte uns für immer verschlossen bleiben. Aber die aktuelle Kenntnis des Homo sapiens-Gehirns macht es möglich, einen anderen Aspekt der intellektuellen Fähigkeiten des Neandertalers zu untersuchen: die Kognition. Wenn wir von Kognition sprechen, dann hängt zum Beispiel meine Kognition in Teilen von meinem Gehirn ab, aber auch von meinem biologischen Erbe und von der Umgebung, in der ich aufgewachsen bin, und von verschiedenen Faktoren, die mich umgeben. Ich wäre heute nicht besonders schlau, wenn ich kein Smartphone, kein Lineal oder kein Buch zur Verfügung hätte. Kognition ist also eine Kombination aus der konkreten Alltagskultur, die uns umgibt, unserem sozialen Umfeld und unserer biologischen Ausstattung. Die Neandertaler hatten große Gehirne, die wahrscheinlich ganz anders verschaltet waren als unsere. Denn sie verfügten ja nicht über unsere Alltagskultur, die das Gerüst bildet für unsere kognitive Entwicklung und unser Denken. Und weil ihnen außerdem die Wörter fehlten, waren sie diesbezüglich sicherlich eingeschränkt. Aber besaßen die Neandertaler trotz der von Professor Meithen angesprochenen Einschränkungen dann überhaupt eine Kultur? Darüber streiten sich die Experten. Denn genau wie die Sprache sind auch Gesang und Tanz nicht als Fossilienfunde erhalten. Manche Wissenschaftler glauben, dass einige der außergewöhnlichen Hinterlassenschaften mit Kunst vergleichbar sind. Der britische Prähistoriker Matt Pope, der die Feuersteinvorkommen an der Südküste Englands sehr gut kennt, ist einer von ihnen. Er gehört zum Archäologenteam von La Côte de Saint-Brolade und wird dort, sobald der Fundort gesichert ist, mit seiner Kollegin Becky Scott weitere Grabungen durchführen. Die beiden vielleicht bekanntesten stratigraphischen Ebenen in La Côte sind sicherlich die, die Knochenhaufen enthalten. Im Nordwesten der Höhle häuften die Neandertaler große Mengen von Mammutknochen und kleinere Mengen von Wollnashornknochen an. Möglicherweise handelt es sich nur um Überreste geschlachteter Tiere, die sehr ordentlich aufgestapelt wurden. Oder vielleicht bewahrten sie sie auch für andere Verwendungszwecke auf. Doch die Anordnung dieser Knochenhaufen spricht unserer Ansicht nach für etwas anderes. Allein die Art, wie die Mammutschädel am Rand der Knochenhaufen aufgereiht sind, die Art, wie die Rippen in das Sediment gesteckt wurden, passt schon wie ein Zaun, um den Knochenhaufen zu begrenzen. Einmal ist sogar eine Rippe durch einen Schädel hindurch in das Sediment gesteckt. Das geht definitiv über ein ordentliches Aufräumen oder Aufbewahren hinaus. Hier wurde ein Werk geschaffen. Auch wenn das nur eine Routine oder gewohnheitsmäßige Beschäftigung war, die keine symbolische Bedeutung hat, haben sie doch ein gewaltiges Gebilde hinterlassen. Das wirkt auch heute noch eindrucksvoll. Hinweise auf darstellende Tätigkeiten der Neandertaler gibt es selten. Deshalb sorgte 1990 die Entdeckung der Höhle von Brunichel im Aveyron-Tal für eine Sensation. In einem der Säle, der über 300 Meter vom Eingang entfernt liegt, stießen die Höhlenforscher auf ein eigenartiges Gebilde, das aus Stalagmitenstücken gebaut war.
Dieser Steinkreis verblüffte die Prähistoriker umso mehr, als die Datierung ergab, dass er über 175.000 Jahre alt war. Diese kreisförmige Anordnung von 400 Stalagmitenstücken ist ein völliges Rätsel. Aber der große Symbolgehalt dieses unterirdischen Werkes steht außer Frage. Es gibt Parallelen zwischen den Knochenhaufen und den Stalagmitenkreisen in der Höhle von Brünikel. Bei beiden ist die Anordnung rätselhaft. Beide sind eindrucksvoll groß und absichtlich so platziert. Der Steinkreis von Brünikel befindet sich zwar in einer Höhle, und dort wurden keine Essensreste verwendet. Aber das zeigt, dass sie in der Lage waren, gemeinsam aus dem Chaos eine geordnete Struktur zu schaffen, die keine offensichtliche Funktion hat. Wir haben für dieses Verhalten viele Wörter in unseren Sprachen. Wir sprechen von Symbolhandlungen, von Kunst oder von rituellem Verhalten. Ich finde diese Begriffe nicht sonderlich hilfreich. Ich glaube, es ist einfach nur absolut menschlich, monumentale Strukturen in der Landschaft zu hinterlassen, die unsere Spuren und unsere Handschrift tragen. Vor nicht allzu langer Zeit wurde in einer Höhle in Gibraltar das abstrakteste grafische Zeugnis aus Neandertalerhand entdeckt. Diese auf den Boden der Gorham-Höhle eingeritzten Linien wurden sofort erster Hashtag der Geschichte getauft. Ist dies der Beweis für eine symbolische Intelligenz der Neandertaler? Ludovic Slimak mahnt aufgrund des aktuellen Wissensstands zur Vorsicht. Mit dem Auftauchen des Jetztmenschen finden wir unzählige durchbohrte Zähne von Fleischfressern. Man bohrte Löcher hinein und hängte sie sich an Ketten um den Hals. Beim Neandertaler gibt es das nicht. Keinen Schmuck, keine Ketten, keine Perlen. Ja, nicht einmal etwas, das auch nur annähernd so aussieht, als hätte man versucht, etwas anzubohren. Und das bei Millionen Objekten. Kleidung und Schmuck sind Dinge, die man anderen zeigt. Sie prägen unser geistiges, kulturelles und soziales Universum, das wir wiederum anderen präsentieren. Beim Neandertaler gab es das nicht. Wir haben keine eindeutigen Hinweise darauf, dass sie visuelle Symbole herstellten, wie Wandmalereien oder Gravuren. Es gibt ein paar Beispiele, die diese Interpretation möglicherweise zulassen. Aber selbst wenn sich diese als richtig erweisen würde, sind die Beispiele so selten und liegen so weit auseinander, dass sie kein typisches Verhalten widerspiegeln. Vielleicht lassen künftige Entdeckungen das Pendel in eine andere Richtung ausschlagen. Doch diesen Expertenstreit muss man auch vor dem Hintergrund einer anderen, noch wichtigeren Frage betrachten. Wie nahe stand der Neandertaler unserer Art, dem Jetztmenschen? Der Neandertaler ist anders als wir. Das ist eine Tatsache, wir sind biologisch verschieden. Dieser Unterschied heißt aber nicht, dass er uns unterlegen war. Umgekehrt heißt es aber auch nicht, dass er uns überlegen war. Unser wissenschaftliches Verständnis des Neandertalers ändert sich ständig. Auch wenn wir versuchen, ihn uns ein Stück näher zu bringen und sein Verhalten als modern zu interpretieren, sollten wir nie vergessen, dass, wenn wir ihm auf der Straße oder in der Landschaft begegnen würden, sofort die Unterschiede am Gesicht, am Verhalten und am Gang erkennen würden. Wir haben viel gemeinsam. Wir haben sogar einen gemeinsamen Vorfahren, der vor einer halben Million Jahren lebte. Da überrascht es nicht, dass wir sowohl viele soziale Fähigkeiten als auch physiologische Ähnlichkeiten teilen. Doch wir sind in unserem Denken und der Art, wie wir in dieser Welt leben, sehr verschieden. Vor rund 50.000 Jahren hält der Homo sapiens Einzug in Westeuropa. Eine schlechte Nachricht für den Neandertaler, dessen Niedergang damit besiegelt zu sein scheint. In der Grotte Mandrin weist die detaillierte Rekonstruktion der Besiedlungen und die Funde von Feuersteinobjekten darauf hin, dass der Homo sapiens wohl in zwei Phasen kam. Zunächst kamen Kundschafter, deren Feuersteinwerkzeuge deutlich höher entwickelt waren als die der Neandertaler. Dann, nach rund 10 Jahren, verschwand diese Gruppe. Und Neandertaler bevölkerten die Grotte Mandrin erneut, mehr oder weniger phasenweise. Erst einige tausend Jahre später, um 42.000, tauchen Neuankömmlinge der Spezies Homo sapiens wieder in der Gegend auf.
In dieser Höhle lebten sowohl die letzten Neandertaler als auch die ersten Jetztmenschen, die es ins Rhontal verschlug und die vermutlich vom Mittelmeer die Rhone heraufgekommen waren. Sie ließen sich in diesem Gebiet nieder und dies war vielleicht einer der Orte, an dem sich die beiden Populationen begegneten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Gruppen von Neandertalern und Gruppen von Jetztmenschen aufeinandertrafen. Aber konnten die beiden Arten, die sich so ähnlich und doch so verschieden waren, wirklich etwas miteinander anfangen? Ihre Blicke haben sich gekreuzt, ohne dieselben Dinge zu sehen, ohne sich im eigentlichen Sinne zu begegnen. Das heißt, diese beiden Populationen, der Jetztmensch und der Neandertaler, haben in der Grotte jeweils ganz verschiedene Erfahrungen gemacht. Diese Begegnung, die uns als etwas Besonderes erscheint, ist leider nicht von Vorteil für die furchtlosen Neandertaler. Die Neandertaler waren seit Dutzenden, ja seit Hunderten von Generationen vor Ort. Aber plötzlich, als wir die Ankunft des Jetztmenschen verzeichnen, verschwindet der Neandertaler nicht nur, sondern kehrt auch nie mehr in diese Höhle zurück. Das ist auch der Zeitpunkt seines Aussterbens. Wir wissen das, wenn wir die verschiedenen Untersuchungen nicht nur in Frankreich und Europa, sondern in ganz Eurasien betrachten. Wir wissen, dass es nach dem Jahr 42.000 keine Neandertaler-Populationen mehr gab. Zu dieser Zeit starb diese Population also aus. Für Tom Higham, Experte für die Carbon-14-Datierung an der Universität Oxford, haben neuere wissenschaftliche Arbeiten unser Wissen über das Aussterben der Neandertaler verändert. Es ist tatsächlich anders, als ich ursprünglich dachte. Ich dachte, die Jetztmenschen wären eingefallen und die Neandertaler wären relativ schnell danach ausgestorben. Doch es scheint um einiges komplizierter gewesen zu sein. Scheinbar lebte ein buntes Mosaik aus verschiedenen Populationen in ganz Europa. Anhand der DNA konnten wir feststellen, dass sich die beiden Populationen nicht nur begegneten, sondern sich auch untereinander fortpflanzten, was alles noch interessanter, aber auch komplizierter macht. In seinem Labor hat Tom Higham die Fossilien aus 70 Neandertalerstädten in Europa systematisch ausgewertet. Ich glaube, dass es so ablief. Die in Europa lebenden Neandertaler, das wissen wir aus der Genetik, hatten eine sehr geringe genetische Vielfalt. Sie scheinen vor 50 oder 60.000 Jahren deutlich weniger geworden zu sein. Und das bedeutet, dass nur sehr wenige Individuen das Gebiet besiedelten. Ich glaube, dass in den 2.000 bis 4.000 Jahren, in denen Jetztmenschen und Neandertaler in Europa nebeneinander lebten, es zu einer allmählichen, langsamen Verdrängung der Neandertaler kam. Die von den Forschern nachgewiesene genetische Vermischung mit dem Homo sapiens sorgte letztendlich nicht für den Fortbestand der Neandertaler-Spezies, sondern dünnte sie nach und nach aus. In gewisser Weise waren die Neandertaler Opfer ihres eigenen Erfolges. Sie überlebten 200 bis 300.000 Jahre trotz gewaltiger klimatischer Veränderungen und eines stark wechselnden Lebensumfelds. Doch ihre Kultur war offenbar recht konservativ. 200.000 Jahre lang stellten sie dauerhaft die gleichen Werkzeuge her. Diese Werkzeuge sind sehr leistungsfähig, aber Innovation und Kreativität sind minimal. Sprache sorgt für Kreativität. Wenn man es nicht auf die Ebene der gesprochenen Sprache schafft, ist man in einer sehr konservativen Kultur gefangen. Genauso war es meines Erachtens bei den Neandertalern. Die Neandertaler teilten das riesige Gebiet Eurasiens nur ein paar tausend Jahre mit dem Jetztmenschen. Um 42.000 starben die Menschen schließlich aus, denen es gelungen war, sich gewaltigen Klimaveränderungen anzupassen und eine ständige genetische Bedrohung zu überwinden. Der Gedanke, dass es eine Zeit gab, in der eine Gruppe von Menschen dieselbe Landschaft bewohnt hat. Menschen, die uns oberflächlich so ähnlich waren, aber vieles doch ganz anders machten. Das ist fast so, als würde man sich in die Zeit der Jäger und Sammler zurückversetzen. Ich finde es unglaublich, dass wir an einem Punkt der Geschichte nicht die einzige menschliche Spezies waren, die die Erde bevölkerte.
Die Art, wie wir den Neandertaler betrachten, sagt viel über unseren Umgang mit anderen aus. Wie begegnen wir anderen Menschen innerhalb unserer eigenen Art? In einer Zeit, in der immer wieder vom Kulturschock durch Migration die Rede ist, was aus meiner Sicht stark übertrieben ist, stellt sich die Frage, wie sehen wir den anderen innerhalb unserer eigenen Art? Von Zeit zu Zeit tauchen aus ferner Vorzeit Fossilien von Menschen auf, die vor unserer eigenen Art gelebt haben. Zweifellos handelt es sich dabei nur um winzige Bruchstücke aus der langen Geschichte dieser Art, die bei vielen von uns einen gewissen Prozentsatz ihres genetischen Codes hinterlassen hat. Vielleicht ist das der Grund, weshalb uns diese Botschaften einer anderen Menschheit so sehr fesseln und wir gar nicht umhin können, zu erforschen, was uns verbindet und was uns trennt. Die Welt würde heute wohl anders aussehen, wenn diese andere Menschenart nicht vom Jetztmenschen verdrängt worden wäre. Wenn diese Menschen mit ihrer ausgeprägten sozialen Intelligenz und ihrem wesentlich besseren Gespür für die Natur nicht ihren Platz für unsere Art geräumt hätten. Und wir seither nicht allein diesen Planeten bevölkern würden. Im guten wie im schlechten Sinne.